Bei Olympischen Spielen 2022 fanden gerade die ersten Eishockeyspiele statt. Russland gewann gegen die Schweiz mit 1:0. Es war ein Spiel, das eigentlich von der Taktik geprägt wurde. Es ist ja so, dass die russische Mannschaft mehr auf Defensive eingestellt ist, dass halt die Null muss hinten stehen oder zumindest sie wollen so wenig wie möglich Tore zulassen. Und das wird wahrscheinlich auch diese taktische Herausforderung für die russische Mannschaft sein, weil die Erwartungen sind natürlich sehr hoch. Sie wollen wieder ein Gold holen bei diesen Olympischen Spielen, weil die Stars aus Nordamerika sind ja nicht dabei. Und die Chancen sind, denke ich, relativ hoch, auch dass russisches Team wieder Gold holt. Das Spiel war ja, wie gesagt, von der Taktik geprägt. Beide Torhüter waren für mich mit die besten Spieler auf dem Eis, weil es gab schon sehr viele Torschancen, aber die Torhüter, also auf beiden Seiten, hatten sehr, sehr gut gespielt heute. Ja, man muss jetzt sehen, wie das russische Spiel weiter sich in der Offensive entwickeln wird, ob es doch mehr von Taktik geprägt sein wird und die Ausrichtung mehr auf Defensive sein wird, aber ich denke schon, dass Russland mit dieser Mannschaft auch doch zu den Favoriten gehört.